Ja, wir wurden heute Morgen um 11:30 alarmiert, zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen auf der Bad Berger Straße hier im Ortsteil Sotrup und haben dann einen verunfallten PKW vorgefunden, wo Ersthelfer Gott sei Dank die Fahrer schon befreit hatten, aber leider jede Hilfe zu spät kam. Ja, als wir eintrafen, hatten die Ersthelfer die Person gerade aus dem Fahrzeug raus und hatten mit der Reanimierung begonnen. Dort haben wir die Ersthelfer dann abgelöst, haben weiter reanimiert, aber der Notarzt traf dann ein, hat übernommen und musste dann leider feststellen, dass die Person verstorben war. Ja, das Fahrzeug ist seitlich gegen den Straßenbaum geprallt. Man sieht, dass bis zum Beifahrersitz der komplette Wagen eingedrückt war. Auch bei einem größeren, massiveren Fahrzeug haben wir sowas noch nicht gesehen. Strecke für schwere Unfälle leider bekannt? Leider ja, es ist eine Strecke mit links und rechts an der Baumallee dann dabei. Und wenn es denn hier zu einem Verkehrsunfall kommt, sind häufig die Bäume beteiligt und dann hat es meistens auch einen schwereren Ausmaß. Ja, wir haben in den letzten Jahren hier leider einige Verkehrsunfälle gehabt mit schwererem Ausmaß.